Hey meine Lieben, willkommen hier am Sonntag. Wir sind am Ende der zweiten Challenge, der NoFap-Challenge. Sich kein runterholen, keine Pornos gucken für 2 Wochen. Ich habe es geschafft. Wir sind jetzt am Ende der 2 Wochen angekommen. Ich persönlich habe die Challenge geschafft, habe mir keinen runtergeholt, keine Pornos geguckt. Ich hatte in der Zeit auch nur einmal Sex. Und da einmal geht ein Dank an einen guten Freund von mir raus, der eine Frau mitgebracht hat, die sehr offen sexuell war, mit der wir dann zusammen viel Spaß hatten. Das war cool und hat auf jeden Fall geholfen, so in der Zwischenzeit. Diese Frau sehe ich heute Abend auch noch mal wieder. Ansonsten fand ich diese Herausforderung persönlich sehr einfach. Es gab ein, zwei Punkte, die waren schwierig. Ich habe für eins der YouTube-Videos habe ich ein Thumbnail gemacht, also diese kleinen Bilder, die ihr kennt. Und da habe ich Frauenbilder rausgesucht und die waren teilweise relativ sexy. Und dann hatte ich diesen Drang, mir einen runterzuholen, zu Firefox zu gehen. Das ist war mein Porno-Browser. Und aber habe ich dann nicht gemacht. Das war der einzige Moment, wo es ein bisschen kritisch war. Und in den ersten Tagen, weil ich gemerkt habe, dass ich manchmal, ich arbeite viel von zu Hause, dass ich manchmal, wenn ich zu Hause bin und dann das Arbeiten so ein bisschen anstrengend wird, ich dazu tendiere, mal kurz irgendwie mir einen runterzuholen, um so ein bisschen zu entspannen. Diese Tendenz habe ich in den ersten Tagen ein paar Mal gemerkt, dann aber nicht mehr. Ich muss allgemein sagen, insgesamt fühle ich mich wirklich sehr gut. Ich werde damit weitermachen. Ich finde es sehr, sehr gut. Fühle mich damit super, als hätte man mehr Energie. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, mein Fokus ist irgendwie klarer. Ich bin so emotional gesehen ausgeglichener auf jeden Fall. Ja, also ich fand es sehr, sehr positiv, die Erfahrung. Werde damit weitermachen, werde mir bestimmt ab und zu mal einen runterholen, aber ohne die Pornos. Wenn du nicht gesehen hast, was Pornos allgemein für eine Auswirkung auf dein Gehirn haben, da habe ich ein Video zu gemacht. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dir das mal angucken, falls du das jetzt oder falls du es mitgemacht hast und das noch nicht gesehen hast. Und genau, also ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht, fand die Challenge geil, habe vielleicht auch schon eine coole Idee für die nächste Challenge. Ich muss noch gucken, ob ich das so machen möchte. Muss ich noch schauen. Das wird dann eine harte Challenge, wenn wir die wirklich machen. Aber wir gucken mal. Und jetzt bin ich gespannt, von dir zu hören. Schreib mir in die Kommentare, ob du es geschafft hast, ob du es nicht geschafft hast. Wie ich schon im ersten Eingangsvideo gesagt habe, ich erwarte quasi von euch, wenn ihr mitmacht bei der Challenge, dann auch hier zu posten. Also wenn ihr postet, ich bin dabei im ersten Video, erwarte ich auch von euch eine Antwort. Die kriegt ihr ja auch von mir. Und deswegen bin ich gespannt. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr es geschafft, habt ihr es nicht geschafft? Wie waren eure Erfahrungen? Bin super gespannt, das zu lesen. Ich antworte wie immer auf jeden Kommentar. Und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich glaube, viele von uns haben diesmal die Challenge gepackt. Die erste Challenge haben wir wirklich sehr wenige von uns gepackt. Ich auch nicht. Aber ich glaube, diese Challenge haben ein paar mehr von uns gepackt. Und ich setze mich ans Zeichenbrett für die nächste Challenge, die ihr so in, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Wochen erwarten könnt. Das werdet ihr dann rechtzeitig sehen. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr bei der Challenge mitgemacht habt. Mir macht es persönlich sehr viel Spaß zu wissen, hey, wir machen das alle zusammen als Team und ich glaube, euch oder für euch ist das auch eine geile Sache. Als Männergruppe stellen wir uns der Herausforderung. Coole Sache bezüglich dem Thema Männergruppe, als Männer zusammen sich eine Herausforderung stellen, kommt am Dienstag noch ein ganz interessantes Video, wo ich eine kleine Ankündigung habe. Da also unbedingt mal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich dir einen geilen Sonntag, bin gespannt auf deine Kommentare und wir sehen uns dann am Dienstag im nächsten YouTube-Video wieder. Bis dahin. Ciao.